Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Tutorial auf diesem Kanal, nämlich zu dem Spiel Attack on Titan Tribute Game. Hier zeige ich euch, wie ihr am besten welchen Titan wie und mit welcher Taktik töten könnt. Unter anderem werdet ihr auch hier erfahren, wie man die bösen Crawler tötet. Viel Spaß! Nun zeige ich euch zuerst, bevor die ganzen Taktiken kommen, wie die gesamte Steuerung funktioniert. Die Angriffe, die man hat. Mit der linken Taste ein normaler Angriff, mit der rechten Taste ein Spezialangriff. Mit der Pfeil nach oben Taste kann man hochspringen und sein Gas benutzen. Wenn man hochspringt und sein Gas benutzt, kann man auch noch dazu Q benutzen, um sein linkes Stahlseil herauszufeuern. Und man kann E drücken, um sein rechtes Stahlseil herauszuschießen, um hin und her zu gelangen. Es gibt verschiedene Signale, die dich unterstützen. Mit 1 macht man ein grünes Signal, was dafür steht, wo man ist. Mit 2 macht man ein rotes Signal, was dafür steht, dass Feinde in der Nähe sind und dass man Hilfe braucht. Mit 3 macht man ein schwarzes Signal, was für Abnormale steht. Mit N salutiert man und mit R wechselt man die Waffen. Mit der Taste STRG kann man dodgen. An dieser Station kann man seine aufgebrauchten Klingen und sein Gas nachfüllen. Das war's das erste mit der Steuerung. Jetzt zeige ich euch ein paar Taktiken, wie ihr die Titanen leicht killen könnt. So, nun die erste Taktik, und zwar ist es die sogenannte Pussy-Taktik, in der es darum geht, sich mit dem Dodgen an den Titanen vorbeizuschwingen und dann von hinten ihn abstechen zu können. Nun zeige ich euch noch ein paar Clips, wo ich diese Taktik benutzt habe und damit Titanen einfach recht getötet habe. Nun die zweite Taktik, die Drumherumschwingtaktik, die darin besteht, von einer beliebigen Seite, nehmen wir jetzt mal links, sich um den Titan zu schwingen und ihn zu töten. Und das macht man, indem man hochspringt, sein rechtes Stahlseil an die rechte Schulter von dem Titan schießt und sich dann einfach drumherum schwingt und dann ihn absticht. Auch hier zeige ich nochmal ein paar Beispiele. Jedoch, wenn man hier bei dieser Taktik auf hart spielt, ist es nochmal ein Tick schwieriger, weil der Titan dann eine andere Art von Angriff benutzt. Deshalb muss man einfach die andere Seite nehmen und man kann dann nicht mal über die rechte Seite ihn töten. Nun die dritte Taktik, die Überschwingtaktik. In dieser Taktik geht es darum, beide Stahlseile ungefähr auf Augenhöhe des Titans abzufeuern und sich dann mit Schwung über den Titan rüberzuziehen und dann sozusagen als Endposition an seinen Nacken zu kommen und ihn dann töten zu können. Auch hier nochmal ein paar Beispiele. Taktik Nummer 4, der Augenstecher. In dieser Taktik geht es darum, wie der Name schon sagt, den Titan in die Augen zu stechen, die Zeit zu nutzen, in der er sich an die Augen hält und ihn dann einfach von hinten zu töten. Taktik Nummer 5, die Teamwork-Pussy-Taktik. In dieser Taktik geht es darum, dass einer den Titan ablenkt und der andere, der Teamkamerad, von hinten den Titan tötet. So, das waren 5 Taktiken und jetzt zeige ich euch, wie man die Crawler tötet. In dieser Taktik geht es darum, sich an den Baum zu hängen, zu warten, bis der Crawler kommt und dann vorsichtig runterkommt und ihn in den Nacken sticht. So tötet man also Crawler. Nochmal hier spezielles Danke an Isaac, da er dies hier aufgenommen hat und mir über Skype gesendet hat. Link wird in der Beschreibung sein. Nun kommen wir dazu, wie man denn größere Herden oder größere Massen von Titans bilden kann, was zum Beispiel bei The Forest 3 oftmals ein Problem darstellen könnte. Wenn man in The Forest 3 schon eine hohe Rundenzahl erreicht hat, also schon viele Titanen kommen und diese alle auf einen Fleck sein sollten,
Und man damit Schwierigkeiten hat, sie zu töten, kann man versuchen, sie ein wenig zu splitten, indem man einfach die Masse, die man hinter sich herzieht, einfach gegen einen Baum laufen lässt. Jetzt sieht man, dass ein paar gesplittet ist und jetzt kann man den Einzelnen, der vorne rennt, einfach töten, ohne zu sterben. Nun zeige ich euch noch eine Möglichkeit, gut gegen Annie zu kämpfen im Singleplayer-Modus. Als erstes lässt man Annie auf sich zulaufen. Danach dodgt man sozusagen in sie rein. Fokussiert ihre Hacke, wenn man sie trifft und genug Schaden macht, müsste Annie sich dann sozusagen beugen und danach kann man ihren Nacken fokussieren. Nun möchte ich euch noch anschließend zeigen, welche drei Charaktere gute Spezialfähigkeiten haben und was sie bewirken. Eren kann sich in einen Titan verwandeln und damit metzelt er einfach jeden anderen Titan um. John Kirstein kann sich aus der Hand eines Titans befreien. Zu guter Letzt die Spezialfähigkeit von Sascha. Indem sie einfach eine Kartoffel ist, wird sie extrem schnell. Schneller sogar als Squaller oder allgemein abnormale Titanen es sind. So, das war also mein allererstes Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nützlich. Wenn es nützlich war, lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonnieren wäre richtig geil, weil diese Arbeit hat wirklich sehr viel Zeit gekostet. Und jetzt auch nochmal am Ende ein spezielles Dank an Isaac, der mir auch dabei geholfen hat. Also der mir eine Videodatei zumindest gesendet hat. Und der wird nochmal verlinkt sein. Und ansonsten, das Spiel wird auch nochmal verlinkt sein. Und ansonsten haut rein und habt noch einen schönen Tag. Ciao.